Bis in den Morgengrauen hat die Polizei nach dem vermissten Jungen aus Bad Cannstatt gesucht. Unzählige Beamte durchkämmen nahegelegene Parkanlagen und die Schule, die der Sechsjährige besucht, unterstützt von Hunden und einem Hubschrauber. Nachdem die Mutter ihren Sohn gestern Abend als vermisst gemeldet hatte, startete die groß angelegte Suchaktion. Das nähere Umfeld des Jungen wird durchleuchtet, Freunde des Sechsjährigen befragt. Parallel dazu hat man die Rettungshundestaffel informiert und auch den Polizeihubschrauber eingesetzt, denn Sie müssen sich vorstellen, es ist dunkel, dort gibt es Parkanlagen und allein nur zu Fuß ist es da schwer möglich, ein Kind zu finden. Anders als bei verschwundenen erwachsenen Personen beginnt die Polizei bei vermisst gemeldeten Kindern sofort mit der Suche. Ein Kind kann sich ja möglicherweise nicht so gut orientieren und vielleicht befindet sich es auch schneller in einer hilflosen Lage. In einer solchen Lage befand sich der kleine Lukas aber wohl nicht. Gegen 5.30 Uhr heute Morgen fand die Suche ein glückliches Ende. Eine Erzieherin fand den Jungen schlafend und wohlbehalten in seiner ehemaligen Kindertagesstätte auf und rief die Polizei. Die brachte den Jungen nach Hause zu seiner Mutter. Warum der Junge die Nacht in der Kita verbracht hat, ist noch ungeklärt. Ebenso die Frage, wie er überhaupt in das Gebäude kam. Denn laut Kita-Leitung war die Einrichtung gestern wegen einer Fortbildung eigentlich geschlossen.